Plasma. Das Wort klingt nach Science Fiction. Dahinter steht aber ein sehr realer Stoff, an dem nicht nur Physiker, sondern zunehmend auch Mediziner interessiert sind. Am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. beschäftigen sich Professor Klaus-Dieter Weltmann und seine Mitarbeiter mit der Erzeugung von Plasmen für die Medizin. Also als physikalisches Plasma bezeichnen die Physiker den vierten Aggregatzustand der Materie. Und wir kennen vier davon, wie der Name schon sagt. Der erste ist fest, der zweite flüssig, der dritte gasförmig. Und wenn man von diesem gasförmigen Zustand zu einem Plasma kommen will, muss man einfach Energie zuführen. Die Energiezufuhr geschieht in sogenannten Plasmaquellen. Diese Geräte ionisieren mit elektrischen Feldern Luft oder andere Gase in einer Röhre und produzieren dabei kalte Plasmen, die unter anderem zur Behandlung der Haut eingesetzt werden. Wir hier am INP arbeiten weniger mit Luft, wir arbeiten mit Argon, das ist ein Edelgas. Und mit diesem Edelgas ist es natürlich möglich, wenn man es in die Medizin bringt, mit diesen Quellen eine sehr genaue Kontrolle zu erreichen. Eine Kontrolle des Gases und der gesamten reaktiven Spezies, die an der Wundheilung oder an einem anderen Prozess beteiligt sind, was mit Luft, die immer irgendwo eine Feuchtigkeit hat, die in Berlin anders ist als in München, nicht erreicht werden kann. Die Plasmamedizin ist ein relativ neues Gebiet, dessen Anwendungen intensiv erprobt werden müssen. Zur Frage der Risiken kann man es folgendermaßen zusammenfassen. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung, wie es bei Arzneimitteln zum Beispiel üblich ist. Wir haben Studien in Deutschland, die mit Plasma an chronischen Wunden durchgeführt wurden. Dort sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden, die ein Risiko vermitteln. Natürlich muss diese Studienlage erweitert werden in der Zukunft. Das heißt, wir brauchen mehr Datenmaterial, aber das Datenmaterial, was wir bis jetzt haben, hat eine Basis von 9 Jahren und mehreren 100 Patienten deutschlandweit. Am Universitätsklinikum Greifswald setzt Dr. Georg Däschlein Plasmen zur Behandlung von Wunden und Infektionen der Haut ein. Zunächst einmal die Hauptwirkung, die am besten auch dokumentiert und referenziert ist weltweit, ist die antimikrobielle Reduktion von auf der Wunde aufliegenden Bakterienrasen, Biofilmen und auch Einzelbakterien. Das ist wichtig für die Heilung und kann die steckengebliebene Heilung wieder in Gang setzen. Weitere Faktoren sind Stimulation von Gewebe und Teilung von relevanten Zellen, die für die Wundheilung einfach wichtig sind und neue Zellen produzieren sollen und neue Mediatoren, sagt man, bereitstellen sollen, damit auch da der physiologische Gang der Heilung von Anfang bis zum Ende produktiv durchgeführt werden kann. Grundsätzlich wirkt es gegen die meisten bekannten Erreger, gegen alle, die man geprüft hat, ist es sehr wirksam und tötet innerhalb von wenigen Sekunden die Erreger ab und schafft damit das auslösende Agens einfach vom Ort der Infektion fort. Die Plasmabehandlung ist nicht nur kontaktlos und damit schonend. Auf die Haut hat sie ebenfalls eine vielfältige Wirkung. Im Vergleich zu den konventionellen Therapieformen kann die Plasmabehandlung bei mikrobiellen Entzündungen der Hautoberfläche und der Wunde mit den Antiseptika wirklich Konkurrent sein, ist es bereits schon. Und im Vergleich zu Antibiotika auf alle Fälle, weil hier topisch, also lokal behandelt werden kann und nicht Tabletten eingenommen werden müssen. Hat folgende möglichen Vorteile bei der Behandlung von Infektionskrankheiten, Krebsleiden und Entzündungen, indem es nicht nur die Erreger bekämpft, die Krebsgeschwülste zurückdrängen kann, sondern vor allem auch die Hypersensibilisierung bekämpfen kann durch Allergene und auch die Schmerzempfindungen, die sensitiven Missempfindungen auch vorteilhaft positiv beeinflussen kann. Die Technologie steht noch am Anfang ihrer Entwicklung, könnte aber bald nicht mehr aus der Medizin wegzudenken sein. Derzeit nimmt die Plasmamedizin einen Stellenwert ein, der als Start einer neuen Technologie bezeichnet werden kann, so wie es bei der Lasermedizin vor etlichen Jahrzehnten auch der Fall war. Das heißt, die Plasmamedizin, die Geräte sind zugelassen, es gibt zugelassene Geräte in Deutschland und die haben jetzt den klinischen Alltag vor sich, sie sind in der Klinik angekommen und es wird daran gearbeitet werden, das Datenmaterial zu erweitern. Die Plasmamedizin für die Medizin kann in den nächsten Jahren völlig neue Felder praktisch einnehmen, zum Beispiel in der Behandlung von chronisch rezidivierenden Infektionen, zum Beispiel Pilzinfektionen,
Dinge erreichen, die einfach bisher nicht erreichbar sind, weil es ständig Rezidive gibt, die sehr teuer sind, die Patienten frustrieren und dann praktisch mit einfachen Mitteln in kurzer Zeit mit günstiger Ökonomie zum Erfolg führen.